Hallo, hier ist Markus Rapp. Heute will ich einen neuen Brennpunkt bringen über den Prozess gegen den Bremer Pastor der St. Martini-Gemeinde Olaf Latzel. Dieser Prozess läuft seit 2019. Er wurde freigesprochen, aber das Oberlandesgericht legt Revision ein und nimmt den Fall erneut auf. Was steckt dahinter? Warum diese Verfolgung eines Predigers der evangelischen Landeskirche? Schau dir das ganze Video an, ich werde Hintergründe dazu bringen und es wird ein sehr wichtiger, spannender Beitrag, der mir schon lange auf dem Herzen lag. Gib ein Like für das Video, dann verbreitet es sich schnell auf YouTube und lass ein Abo da und unterstütze damit auch meinen YouTube-Kanal. Ja, der Fall Latzel wurde 2019 aufgenommen wegen Reden in einem internen Eheseminar, das er gehalten hat vor 30 Ehepaaren. Und diese Aussagen waren gemeint für die Teilnehmer seiner Gemeinde. Sie waren nie für die Öffentlichkeit bestimmt. Leider wurde dieser Vortrag dann auf YouTube veröffentlicht und wurde von mehreren weiteren gelesen und gesehen. Und er hat ihn dann später auch gelöscht. Und ich will mit euch nochmal diese Aussagen beleuchten. Und der Freispruch wird jetzt angefochten als nicht hinreichend begründet. Schauen wir uns das einfach mal an. Es wurde ihm der Vorwurf der Volksverhetzung gemacht, ja, was ein Richter dann in der zweiten Instanz widerlegt und sagte, er hat nicht zu Hass aufgefordert gegen Homosexuelle oder die LGBTQ-Bewegung. Und Hetze und Hass ist ja sowieso ein sehr dehnbarer Begriff, den man jedem sehr schnell vorwerfen kann. Wo beginnt das, wo hört es auf? Aber ich glaube, das, was wir erleben, ist Hetze und Verfolgung eines sehr guten Predigers der Bremer Landeskirche. Und er ist ein sehr beliebter Pastor. Ich glaube, in Deutschland der am meisten gehörte evangelisch-lutherische Pastor, was ein Gewinn ist für die Landeskirche. Ich selbst bin in der evangelischen Landeskirche in Hamburg zum Glauben gekommen, vom Atheisten zum Christen, durch Wolfram Kopfermann, der damals in ganz Deutschland bekannt war. Und Olaf Latzel ist ein ähnlich bibeltreuer, evangelikaler Prediger. Er hat hier nach heutigem Stand 57.000 Abonnenten, 762 Videos und wie gesagt, er hat Predigten, die im ganzen Land gehört werden. Immer wieder habe ich auch Freunde hier in Berlin, die sagen, ja, ich höre Olaf Latzels Predigten und zehntausende Aufrufe zum Teil seiner Predigten. Ich selbst habe ja Theologie und Weltmission studiert und kann sagen, er ist ein sehr, sehr gründlicher, systematischer Denker und Prediger, der die biblischen Texte auf die heutige Gesellschaft und das heutige Leben überträgt. Und seine Art der Darbietung ist sehr gut aufgebaut, sehr klassische Predigt. Ja, also wie gesagt, was wird Olaf Latzel vorgeworfen? Er wurde freigesprochen 2020 in einem Eheseminar, hat er eben gesagt, da laufen überall Leute, ich will das mal hier zeigen, Verbrecher rum vom Christopher Street Day. Und die Idee, dass es zwei Geschlechter gäbe, verurteilte er als Genderdreck. Das ist eine Meinung. Er hat nicht Menschen so verurteilt, sondern ganz explizit die Idee, dass es mehr Geschlechter als Mann und Frau gibt, was wir ja in der Schöpfungsgeschichte der Bibel, wenn man glaubt, dass die Bibel Gottes Wort ist, da nimmt man sie natürlich wörtlich. Und dort steht, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und die zwei werden ein Fleisch werden. Also Gott hat die Ehe gestiftet und dadurch soll der Mensch fruchtbar sein und sich vermehren. Und in 1. Mose Kapitel 5, Vers 1 und 2 lesen wir noch einmal, dies ist das Buch der Generationenfolge Adams. An dem Tag, als Gott Adam schuf, machte ihn Gott ähnlich. Als Mann und Frau schuf er sie. Und er segnete sie und gab ihnen den Namen Mensch, an dem Tag, als sie geschaffen wurden.
Also er wurde dann freigesprochen, weil eben die Richter sagten, es lag keine geballte Hasstirade vor, sondern Latzel hat sich in einer anderthalbstündigen Eheseminar an verschiedenen Stellen, einem halben Dutzend Stellen geäußert und dann eben gesagt, dass Gott den Menschen als Mann und Frau geschaffen hat. Punkt. Ja, und er sagt, irgendwelche Politiker und Theologen erzählen vom dritten Geschlecht, von diverse, transgender oder sonst irgendetwas. Das ist gedeckt durch Paragraph 5 der Meinungsfreiheit und der Religionsfreiheit, wo man ein freies Glaubensbekenntnis laut unserem Grundgesetz haben darf. Wir schauen uns das nachher auch nochmal an. Also Olaf Latzel wurde freigesprochen durch den Richter und das wird jetzt angefochten. Und dass Olaf Latzel sagte, ja, diese Verbrecher vom Christopher Street Day laufen überall herum. Der Kontext war, dass seine Kirche mehrfach beschmiert wurde. Hier die ganze Außenwand mit dem Zeichen der Anarchie und hier auch ein Zeichen des Kampfes, des Marxismus, bekämpfe Homophobie. Ich wusste vor einigen Jahren, wahrscheinlich du auch nicht, was Homophobie überhaupt ist. Das heißt Angst, Phobias Angst vor Homosexualität. Wer hat Angst vor Homosexualität? Olaf Latzel garantiert nicht. Ich auch nicht. Aber wir können klar darüber predigen, dass die Bibel sagt, es ist ein Greuel. In 3. Mose 19, Kapitel 19, wird deutlich gesagt, es ist ein Greuel, wenn ein Mann bei einem Mann liegt, wie eine Frau bei einer Frau liegt. Und der Apostel Paulus bestärkt das im Römerbrief, Kapitel 1, Verse 18 bis 32, wo er sagt, es ist ein Greuel vor Gott, dass Männer mit Männern Sex haben und Frauen mit Frauen. So, das sagt die Bibel. Das kann man ja ablehnen in der Gesellschaft, aber in der Kirche Jesu Christi müssen wir Buße tun, um durch die Tür, die Jesus Christus ist, in das ewige Reich Gottes einzugehen. Jesus hat gepredigt, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Hier sehen wir noch einmal Beschmierung seiner Kirche. Eine kleine Gruppe von Demonstranten hatte Plakate mit Texten, Homophobie ist heilbar, also die Angst vor Homosexualität. Keiner hat diese Angst. Holy shit, also hier Beleidigung von Heiligkeit Gottes. Hört auf, mein Buch so wörtlich zu nehmen, Gott, haben sie auf Plakaten stehen. Ja, da hätten sie den Namen austauschen müssen mit Teufel. Gott hat das gesagt, was er meint. Hätte Gott etwas anderes gemeint als die 10 Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis ablegen, dann hätte er es anders formuliert. Ihr könnt die 10 Gebote in 2. Mose 20 lesen. 2. Mose Kapitel 20 sind die 10 Gebote. Und die sind nicht mittelalterlich, die sind viel älter als das Mittelalter. Die sind 4000 Jahre alt, kommen aus der Zeit von Moses, wo Gott Israel berufen hat und ihm am Berg Sinai die 10 Gebote für die Menschheit offenbart hat. Hier sehen wir diese Schilder vor Olaf Latzels Kirche. Homophobie, wie schwul ist das denn? Allein das ist so verdreht und entbehrt jeglicher Logik. Ich glaube, die Person weiß selbst nicht, was sie sagen will. Latzel schubst Frauen von der Kanzel. Ja, in der evangelischen Kirche werden Frauen ordiniert, das scheinen sie auch nicht zu wissen. Und er hat dienende Frauen in seiner Gemeinde. Hört auf, mein Buch wörtlich zu nehmen. Da müsste Teufel stehen, nicht Gott. Der Teufel diskreditiert seit Jahrtausenden die Bibel und will sagen, dass die Bibel nur menschengemacht ist. Aber sie ist von Menschen geschrieben. Aber die Bibel sagt, durch den Geist Gottes, durch den Heiligen Geist haben Menschen, die Gott gesucht haben und heilig gelebt haben, denen hat Gott sich offenbart und seine Gebote und Ordnung und Gottesdienste für die Menschheit. Und es gibt über 200 Verheißungen im Alten Testament über Jesus Christus, der durch die Jungfrau Maria geboren werden wird. In Jesaja 9, die Jungfrau wird schwanger werden und wird einen Sohn gebären. Man wird ihn starker Gott, Immanuel, Gott mit uns nennen, ewiger Vater. Friedefürst, ja? Die Namen Jesu Christi sind göttlich. Und auch der Kreuzestod für unsere Sünden wurde in Jesaja 53 vorausgesagt. Also die Prophetien des Alten Testaments haben sich alle erfüllt.
weil es Gottes Wort ist. Es gibt kein anderes Buch wie die Bibel, das die gesamte Geschichte der Menschheit von Babylon, das es ja gegeben hat, den Turmbau zu Babel in Babel, Ur in Chaldea, in Mesopotamien, im Zweistromland, wo Euphrat und Tigris liefen, da war der Garten Eden. Eindeutig, alle Theologen und Historiker wissen und bescheinigen das. Und dann das Reich der Ägypter, der Perser, der Römer, der Griechen. All das entfaltet sich in der Bibel. Die gesamte Geschichte der Menschheit mit dem Zentrum Israels und Gottes Handeln, Menschen zur Buße zu führen, weg von falschen Göttern, weg von Götzen, hin zu dem Schöpfer von Himmel und Erde. Also hier noch einmal einige Ausschreitungen vor seiner Kirche. Hier sind 30 Pastoren und Pastorinnen, die sagen, Bremen ist bunt mit der LGBTQ-Flagge. Wir leben Vielfalt. Ja, die kann man in der Gesellschaft außerhalb der Kirche leben. Die Gesellschaft ist bunt und sündig. Deswegen hat Jesus gesagt, tut Buße von euren Sünden, bekehrt euch aus dieser perversen Generation, sonst werdet ihr alle zugrunde gehen und unter Gottes Gericht kommen. Das hat Jesus gesagt. In der Kirche ist der Weg schmal, der zum ewigen Leben führt. Das sagt Jesus in der Bergpredigt. Der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Hier sehen wir auch wieder völlige Irrlehre und Verdrehung von dem ersten Johannesbrief, Kapitel 4, ja, wo er sagt, Gott ist Liebe. Ja, und wer liebt, bleibt in Gott und Gott in ihnen. Aber die Liebe Gottes ist, seine Gebote zu halten, Buße von Sünden zu tun. Jesus fragt in den Evangelien, wer ist es, der mich liebt? Das ist der, der heilig lebt und der Sünde verschmäht und der meine Gebote und Gottes Willen tut. Sei, wer du bist, lebe deine Liebe. Damit sagen sie, wenn du homosexuell bist, dann sei homosexuell und wenn du dagegen redest, verstößt du gegen Gottes Liebe. Auf keinen Fall. Dann predigst du das Evangelium von der Buße von Sünden, Umkehr von Sünde und Schuld. Und das predigt dein Olaf Latzel. Hier sehen wir eine halbnackte Frau mit Brüsten, da waren mehrere solche Frauen, vor seiner Kirche. Und sie wollen diese Dinge in die Kirche reinbringen. Es gab ja auf dem letzten Kirchentag einen Pfarrer, der gesagt hat, Gott ist gay. Ich habe darauf ein Video gemacht, Gott ist nicht gay, Gott ist nicht quer, Gott ist quer, hat er gepredigt. Ich habe daraufhin gepredigt, Gott ist nicht quer, sondern Gott ist heilig. Gott verändert sich nicht, die Gesellschaft verändert sich, aber nicht Gott. Gott ist ewig derselbe und die Gebote, die er vor 4000 Jahren der Menschheit gegeben hat, die gelten heute noch genauso. Ganz kurz dazu ein Zitat aus der Bergpredigt von Jesus, wo er sagt, in Matthäus 5, könnt ihr es nachlesen, Vers 17 bis 19, meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz von Moses, 4000 Jahre alt, oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, Gottes Gebote aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, ist die Erde vergangen? Nein. Soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer nun eins dieser geringsten Gebote auflöst und die Menschen so lehrt, wird der Geringste heißen im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Reich der Himmel. In der Offenbarung wird gesagt, wer ein Gebot Gottes verändert, wird in Gottes Gericht kommen. Das ist, was die Bibel lehrt. Hier sehen wir, die evangelische Kirche beschließt Predigtverbot für Olaf Latzel. Das war 2022, nachdem er also erst verurteilt wurde in der ersten Instanz. Dann wurde Olaf Latzel freigesprochen. Ich habe mir damals gesagt, ich habe darüber Videos gebracht, dass eine Schande ist für die Bremer Landeskirche, so einen treuen, guten Prediger und Pastor, der Menschen zum Glauben bringt. Hunderte sind zum Glauben, vielleicht auch Tausende, durch Olaf Latzels klare Predigt gekommen. Das ist, was Deutschland als Land der Reformation ehren müsste. Stattdessen wird Olaf Latzel verfolgt und wir müssen für Gerechtigkeit und Freispruch wieder beten. Dann kam der Freispruch von Olaf Latzel,
weil der Richter anerkannte, dass wir Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit haben. Und er sagte, Olaf Latzel hat nicht zum Hass aufgestachelt, eindeutig nicht. Und darum hat er ihn freigesprochen, auch auf der Grundlage, dass eben Religions- und Meinungsfreiheit in Deutschland herrscht. Der Paragraph 4.1, ich lese das einmal vor, unseres Grundgesetzes sagt, die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit religiöser und weltanschaulicher Bekenntnisse sind unverletzlich. Noch einmal, die Freiheit, was du glaubst, im Christentum, als ein Pastor, die Freiheit des Gewissens zu sagen, Homosexualität ist von Gott in der Bibel verurteilt. Und die Freiheit des religiösen, weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. Die dürfen nicht verurteilt werden oder durch unseren Rechtsstaat verfolgt werden, weil es das Grundgesetz verbietet. Es ist Freiheit des Bekenntnisses. Also hier noch einmal zum Lesen, ja. Das Gericht folgt dem Plädoyer der Verteidigung, ja, und der Pastor hat in seinem Eheseminar nicht erwiesen, homosexuellenfeindliche und volksverhetzende Dinge gesagt, weil er hat nicht zum Hass gegen Homosexuelle aufgerufen und er hat nicht allgemein dazu aufgerufen, dass die Bevölkerung Homosexuelle verfolgt. Das wäre Volksverhetzung. Das hat Olaf Latzel niemals getan. Hier noch eine weitere Sache. Olaf Latzel entschuldigte sich, wenn er die Gefühle von Homosexuellen verletzt hätte. Er hat Homosexualität, eine Degenerationsform der Gesellschaft, in seinem Eheseminar vor 30 Ehepaaren genannt. Und die Verbrechen des Christopher Street Days bezogen sich auf Schändung, auf Kiss-In, da kamen dann Dutzende Paare, haben ein Seminar gestört und sich abgeknutscht, Frauen mit Frauen, Männern von Männern. Sein Auto wurde wiederholt zerkratzt, der Pastor wurde auch persönlich bedroht. Das nannte er Verbrecher vom Christopher Street Day. Ich glaube, das ist absolut ein Verbrechen, wenn man ein Kirchengebäude beschmiert und beschädigt. Schreibt doch eure Kommentare, wie ihr das seht. Einen unbescholtenen Bürger, einen Pastor, einen Prediger des Evangeliums Jesu Christi in Deutschland sein Auto zu zerkratzen, ihn zu bedrohen, ihn zu beschimpfen und zu beleidigen. Warum wird das nicht vor Gericht gebracht? Anstattdessen kommt der Geschädigte, ein Pastor, der seit Jahren seine Gottesdienste gestört sieht und dessen Kirche beschmiert wird, er kommt vor Gericht. Wo sind wir hingekommen? Jetzt die Revision gegen den Freispruch. Die Bremer Staatsanwaltschaft will den Freispruch wegen Volksverhetzung nicht akzeptieren. Also sie sagen, er hat aufgerufen zur Hetze gegen Homosexuelle. Das hat er nachweislich nicht getan. Er hat ein paar Sätze gesagt, wo er sich über die Schöpfungsordnung ganz klar geäußert hat, dass Gott Mann und Frau geschaffen hat, zwei Geschlechter und nicht drei oder vier. Und dass die Bibel sagt, die Ehe und Sexualität soll zwischen Mann und Frau nach Gottes Ordnung gelebt werden. Und jetzt wird das mittelalterliche Meinung genannt. Ja, ich lese mal vor in der Mitte, also die Kirche bringt das raus. Sie distanzieren sich, Pastoren, von ihrem Kollegen Olaf Latzel. Es ist unerträglich, wenn wie zuletzt in der St. Martini-Gemeinde Jahrtausende alte biblische Texte mutwillig aus ihrem historischen Zusammenhang herausgerissen werden. Wer Bibeltexte als Schlagwaffe missbraucht, sollte sich nicht bibeltreu nennen. Also Bremen ist LGBTQ, bunt. Wir leben Vielfalt, der Zeitgeist soll in die Kirche, alle Sünden der Welt, alles was Menschen, die nicht Jesus folgen, glauben und praktizieren, soll seinen Platz in der Kirche haben, mit anderen Worten. Also sie sagen, es ist unerträglich, alte biblische Texte, sie sind alle alt, 2000 Jahre ist das Neue Testament alt und es vertritt genau die gleichen Standpunkte und Werte wie das Alte Testament, genau das Gleiche, weil Gott sie nicht verändert hat. Also diese alten Texte soll Olaf Latzel aus dem Zusammenhang gerissen haben. Es wären mittelalterliche Meinungen. Ja, sind dann auch die 10 Gebote mittelalterlich? Soll man da nicht auch aufheben, du sollst nicht stehlen? Das passiert ja in Kalifornien, in Bundesstaaten der Demokraten, wo gesagt wird,
unter 2000 Dollar kann man alles stehlen und dann ist eine Lappalie, du wirst nicht mal bestraft. Das Auflösen der 10 Gebote. Ja, die Bibel sagt, du sollst nicht Ehe brechen. Ist das mittelalterlich? Ehre Vater und Mutter, damit du lange lebst und es dir wohlergeht auf der Erde. Ist das mittelalterlich? Du sollst nicht deines Nächsten Gut, Haus, Hof, Frau, Mitarbeiter begehren. Ist das mittelalterlich? Gott schuf die Erde, Himmel und Erde in 7 Tagen. Am 7. Tag ruhte er von seinen vollendeten Werken. Ist die 7-Tage-Woche mittelalterlich? Da müsste man das ändern. Warum nicht eine 10-Tage-Woche oder eine 9- oder eine 12-Tage-Woche? Warum haben wir eine 7-Tage-Woche? Weil die Bibel in der Schöpfungsgeschichte sagt, Gott schuf Himmel und Erde in 7 Tagen. Das ist ein Geheimnis. 7 ist die Zahl der Vollkommenheit in der Bibel. 7-armiger Leuchter, die 7 Geister Gottes, 7 vollkommenes Wissen Gottes, Allgegenwärtigkeit Gottes, 7. Ja, das ist diese Zahl der Vollkommenheit. Jesus schreibt an die 7 Gemeinden in der Offenbarung, Kapitel 2 und 3. Hier noch einmal ein Text. Olaf Latzel sorgt am 18. Januar wieder für Furore. Das muss man sich mal anhören. Er predigt über Gideon, die Reinigung von fremden Göttern. Können wir hier lernen. Wir Christen dürfen an einen Gott glauben. Schöpfer von Himmel und Erde. Wehe, sagt die Bibel. Wehe ist immer eine Gerichtswarnung Gottes im ganzen Alten Testament. Aber Jesus sagt das auch zu den Pharisäern und Schriftgelehrten. Er sagt, wehe, wehe, die ihr Gottes Gebote aufhebt durch menschliche Überlieferung. Klingt wie die Landeskirche in Bremen. Wehe, wer neben Gott noch andere Götter und Götzen verurteilt. Dann sagte er, Amulette sind falsche Götter. Ja? Voodoo-Schlüsselanhänger, Buddha-Statue, natürlich ist das für Christen Götzendienst. Und er sagt, das muss weg aus christlichen Häusern, aus christlichem Leben. Ja, absolut. Das haben alle Kirchenväter, Martin Luther, alle Heiligen der katholischen Kirche, Männer und Frauen Gottes immer gepredigt. Nur die moderne deutsche, historisch-kritische, liberale Theologie will die Bibel entleeren von Buße, von Sünde. Also erstaunlich. Hier, also das Oberlandesgericht erkennt im Freispruch von Olaf Latzel Begründungsmangel. Wo ist denn Begründungsmangel, wenn man sagt, die Predigt und Lehre von Olaf Latzel ist von Religions- und Meinungsfreiheit gedeckt. Man darf seine Meinung zu allen Themen, auch Sexualität, Ehe, ja, und Kindererziehung und allen Bereichen der Gesellschaft frei äußern. Zensur findet nicht statt. Paragraph 5, Meinungsfreiheit, Grundgesetz. Also da wäre jetzt Begründungsmangel. Wie unglaublich ist das? Ja? Und jetzt muss der Pfarrer Olaf Latzel erneut vor Gericht. Ich glaube, das ist eine Schande für unsere freiheitliche Demokratie, wo wir eines der besten Grundgesetze haben, das eine Lehre war aus der Nazi-Herrschaft, wo alle Meinungen freigeschaltet wurden, wo freie Meinungsäußerung unter Strafe, sogar Todesstrafe gestellt wurde. Darum haben die Väter des Grundgesetzes, ja, wie Ludwig Erhard, Adenauer, viele andere, auch gute Rechtsanwälte und Christen, haben uns ein Grundgesetz gegeben, das sehr ähnlich mit der US-Verfassung ist. Der Kirchenausschuss verurteilt die Äußerung von Olaf Latzel. Wo ist denn die Verurteilung von halbnackten Frauen vor der Kirche? Wo sind die Verurteilungen von Beschmierung der Kirche? Wo sind diese Verurteilungen, solche Beschmierungen der Landeskirche zu verurteilen oder solche unchristlichen Kommentare? Ja, diese Verurteilung gibt es nicht. Stattdessen wird ein Prediger verurteilt, der ein ganz klares Evangelium predigt. Sie sagen hier, Olaf Latzel schadet mit seinen Äußerungen der Bremischen Evangelischen Kirche und der Gemeinschaft der einzelnen Kirchen. Das sind keine Äußerungen von Olaf Latzel gewesen, das ist Predigt des Evangeliums und der biblischen Werte und Gebote Gottes. Und er schadet damit nicht der Kirche, sondern die Kirche wächst durch Buße und Bekehrung von Menschen zu Gott,
der rettet von Sünden und der unser Leben heiligt und reinigt und der uns wirklich frei macht von Dingen, die zerstörerisch sind. Ich glaube, das Einzige, was der Kirche schadet, sind liberale Pastoren, die gute Prediger, die treu sind der Bibel gegenüber und ihrem Glauben, die keine Kompromisse mit Sünde und mit dem Zeitgeist der Gesellschaft und der Welt machen. Das sind die Pastoren, durch die die Kirche wächst. Aber die Kirche, die evangelisch-lutherische und auch die katholische, die mittlerweile Homosexuelle trauen und wo der Papst gesagt hat, Segen für alle, wo also die katholische Kirche jetzt alle segnet, jeden Sünder, egal was du tust, was du sagst, wie du lebst, egal wie sehr es der Bibel und den 10 Geboten widerspricht, alle Menschen sollen gesegnet werden, das schadet der Kirche. Deswegen haben wir 600.000 Kirchenaustritte in einem Jahr. Und die Kirche ist im freien Fall und verliert Jahr für Jahr Millionen ihrer Mitglieder. Hier sagt der Richter, natürlich kann man Homosexualität ablehnen. Ja, das ist durch freie Meinungsäußerung gedeckt. Er sagt aber, auf die Wortwahl kommt es an. Absolut, das ist richtig. Wir müssen in Liebe reden, aber wir müssen in Liebe auch die Wahrheit sagen, wie sie uns Gottes Wort, die Bibel, gebietet. Die Bibel wird Gottes Wort genannt im ganzen Alten Testament. Gott sagt, meine Worte sind wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert. Das sind harte Herzen. Gottes Wort soll überführen, dass wir wirklich Buße tun müssen in der Gnadenzeit, weil Gott ist heilig und er hasst die Sünde und deswegen ist Jesus Christus am Kreuz gestorben zur Vergebung unserer Sünden. Olaf Latzel sagt hier, Leid und Verfolgung gehört zum Christsein dazu. Ja, das ist wirklich wahr. Die Bibel sagt, alle, die gerecht leben wollen und für Gerechtigkeit eintreten, werden verfolgt werden. Und das ist, was wir erleben, auch in Deutschland. Ja, diese Verfolgung. In Matthäus 5, in der Bergpredigt, sagt Jesus in den Seligpreisungen, glückselig die Armen im Geist, ja, die auf ihre eigene Weisheit verzichten, denn ihnen gehört das Reich der Himmel. Glückselig die reinen Herzen sind, sie werden Gott schauen. Glückselig die Friedensstifter, sie werden Söhne Gottes heißen. Und dann sagt er in 3 Versen, glückselig, wenn ihr um der Gerechtigkeit willen verfolgt werdet, denn euch gehört das Reich der Himmel. Glückselig, wenn sie euch schmähen, verfolgen, beschimpfen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Also Jesus sagt 3-mal, glückselig, gesegnet bist du, wenn du für die Wahrheit und für Jesus Christus und das Evangelium Gottes verfolgt wirst. Evangelium heißt gute Nachricht. Gott hat unsere Sünde vergeben, wenn wir Buße davon tun, denn Jesus, das Lamm Gottes, wurde geopfert zur Vergebung unserer Sünden. Gott wurde Mensch, um unser Gericht, das wir verdient haben, auf sich zu nehmen. Aber wir müssen ehrlich sein und unsere Sünde bekennen. Theologie sagt hier, Theologen sagen, Bibel verurteilt Homosexualität nicht. Ja, da muss man die Bibel mal genau lesen. Gott sagt das sehr deutlich, dass das ein Greuel ist an vielen Stellen, wenn Mann und Mann, Frau und Frau Sex haben. Und das Neue Testament sagt dasselbe. Geh mit Gott, aber gay. Das sind Dinge, die vor den evangelischen Landeskirchen verkündigt werden. Also gehe mit Gott, aber sei homosexuell. Das sind Dinge, wo die Bibel sagt, wehe, wehe, ja, wer Gutes böse nennt und Böses gut und wer die Wahrheit in Lüge verkehrt. Lasst uns beten für Olaf Latzel, dass Gerechtigkeit widerfährt und dass er als ein treuer Verkündiger und Prediger des Evangeliums Jesu Christi, das alleine von Sünde und Gericht und Tod retten kann, dass er das Evangelium weiter ohne Furcht und ohne Kompromisse mit der Wahrheit verkündigen kann. In Liebe, weil wir müssen die Wahrheit in Liebe sagen. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und Buße tun von ihren Sünden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen.
Und Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu Vater Gott, außer durch mich. Jesus sagt in Johannes 10, ich bin die Tür zum Vater und die Tür ist das Kreuz. Darum haben wir 2024 nach Jesus Christus. Er war die Zeitenwende, wo Gott die Menschheit mit sich versöhnt hat, durch das sündlose Blut des Sohnes Gottes, das zur Vergebung für unsere Sünden vergossen wurde. Abonniere doch meinen YouTube-Kanal, unterstütze mich mit deinem Abo, damit du auch keine Videos verpasst zukünftig, und spende doch auch gerne in unsere Medienarbeit, damit wir alles tun können, auch als Gemeinde Neues Leben Berlin. Wir haben viele Dinge, die wir noch investieren wollen. Jetzt haben wir im September 1. bis 15. zwei Wochen Evangelisation in ganz Berlin, wo wir mit in der Organisation drin sind. Das wird uns viele tausende Euro extra kosten. Und deswegen sind wir dankbar für jede Spende unserer evangelistischen Arbeit in Berlin, aber auch im ganzen deutschsprachigen Raum. Schreibt mir gerne eine E-Mail an info@neuesleben.berlin. Ich lese jede E-Mail und schreibt deine Kommentare, wie du diese Prozesse und die Verfolgung von Pastor Olaf Latzel und seine Predigten findest. Vielen Dank, dass du das Video angeschaut hast. Ich freue mich, von dir zu hören, und ich danke dir auch für deine Gebete. Ich möchte jetzt noch mal kurz für Olaf Latzel zum Abschluss beten. Himmlischer Vater, ich bete, dass du Gerechtigkeit schenkst und dass du die Herzen der Richter längst wie Wasserbäche, und dass wirklich Furcht Gottes über unser Land kommt und dass wir zurückkommen zur Bibel, wie Martin Luther in der Reformation gesagt hat, zurück zur Bibel, soli scriptura, allein die Bibel, soli Christum, alleine Christus als Retter. Vater, gib du Gerechtigkeit und lass die Wahrheit Triumphe feiern und lass diesen Präzedenzfall mit Olaf Latzel erfolgreich zum Sieg geführt werden. Die Bibel sagt, keine Waffe, wieder deine Diener geschmiedet, kann gelingen. Jede Zunge, die im Gericht gegen uns klagt, überführen wir schuldig. Jesaja 54, 17. Danke, dass Olaf Latzel diesen Prozess gewinnen wird. Durch deine Gnade und Kraft. Gottes Segen, und danke, dass du das Video angeschaut hast.